$10 gewonnen. Für $5 Einsatz. Jo. Excusez-moi. Das wird noch öfters passieren, meine Damen und Herren, glaube ich. Entschuldigung. King, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich bin so doof. Da liegt eine Leiche. Man findet die ganze Zeit was. Ist das ein Zombie? Brief an Cornwall, Kerosin und Teerwerke. Ja, es ist äußerst bedauerlich, dass sie die diversen und ausgesprochen großzügigen Kaufangebote der Cornwall Kerosin Teewerke abgelehnt haben. Mr. Cornwall hat sich... Läuft mein Pferd schon wieder weg? Nee. Hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, ihnen weitere 3 Wochen zu geben, in denen sie ihren Standpunkt noch einmal überdenken können. Wozu wir ihnen stark raten. Nach dieser Zeit sollten sie sich Gedanken machen, ob die Unternehmen ihrer Größe finanziell im Staat der New Hanover konkurrenzfähig bleiben und akzeptable Preise für den Schienentransport anbieten kann. Wir freuen uns, bald von Ihnen zu hören und wünschen Ihnen immer bestes Gelingen mit allen Ihren Vorhaben. Hochachtungsvoll, Karen. Okay. Ich glaube nicht, dass wir da runter sollen. Ist das eine Leiter? Ah, da ist eine Leiter. Okay, Moment. Ja, der Raubüberfall. Was? Achso. Der Zugüberfall muss jetzt noch warten. Das interessiert mich jetzt. Das ist so geil. Oh, eine Schatulle. Okay, das Dosengemüse. Sollst du das Dosengemüse essen? Ess doch mal. Dosengemüse. Wo ist es? Dosenerbsen. Dosenananas. Das ist nicht das. Willst du mich jetzt verarschen? Dosen. Mais. Ach komm, scheiß drauf. Das ist eine Ölquelle. Er kann zeichnen. Okay. Hier gibt's nix. Ist doch Kohle, oder? Hey, ein Knochen. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Okay, cool. Okay. Mal sehen, ob wir es schaffen, alle 30 zu holen. Na dann. Jetzt aber. Das ist das Schöne an solchen Spielen. An gerade so riesigen Open World. Da war doch schon wieder eine Schlange. Da vorne. Du wirst mal schön hier. Was haben wir hier? Waldklapperschlange. Ist auch lustig, wir haben die Texas-Klapperschlange oben am Gebirg gefunden und die Waldklapperschlange hier in der Steppe. Nein, komisch, aber okay. Ist halt so. Ich finde es krass, wie ein Pferd von einer Schlange. Ich meine, klar, ist halt so, aber wie ein Pferd von einer Schlange so. Ja, erschreckt sein kann. Oder Angst haben kann. Na, hier gibt's nichts. Ach ja, diese Ruhe vor dem Sturm. Ja. Wir haben auf jeden Fall das. Oh, guck mal da drüben. Da gucke ich doch gleich mal. Ob wir davon etwas noch nicht kennen. Info anzeigen. Morgen. Alles morgen. Okay. Und wie man auch schön scouten kann, weißt du? Du kannst jetzt einfach hier irgendwo hinreiten, kannst mal schauen, ob du irgendwas findest. Hier wurde doch gerade irgendwo geschossen. Die nehmen wir noch mit. Von der Seite, das sehe ich zu wenig. Ich gehe nämlich gleich wieder mit Deadeye rein. Weil ich es gerade sehe. Es sind immer 5 plus die, wo dann dazu kommen. So, Achtung. Mit was füllen wir das Deadeye auf? Das hier, ne? Ach geil, das geht auch. Deckungswechsel. Achso, ich dachte, er kann jetzt hier von Deckung zu Deckung rennen. The clue is in the name, fool.
Don't you come to an O'Driscoll camp looking for trouble. Beat it! Alles cool, oder? So, wo bleiben die anderen zwei? Na? Keiner mehr? Na dann. Ganz cool bleiben. Stay cool. Wer ballert denn da drüben die ganze Zeit? Wie gesagt, diese Banditenlager sind immer gut, um erstens aufzumunitionieren und natürlich auch ein bisschen Zeug abzugreifen. Mich wundert es jetzt nur, dass diesmal keiner nachgekommen ist. Aber muss ja nicht immer sein, ne? So, haben wir sonst noch was? Kokain-Kaugummi? Jetzt wird's aber langsam. Verbandskasten. Okay. Dafür. Was ist das denn? Okay. Nichts, was wir gebrauchen können. Ich dachte schon, das Dokument können wir da auch noch nehmen. So, jetzt aber. Jetzt ist aber endgültig Schluss mit rauszögern. Jetzt geht's ab zu John. Okay, hat schon gewechselt alles. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Shit. Well, at least it ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. You ain't winning them. We can scrap, Arthur. I'm just not good at homework. Besides, what do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, eh? Grow up. And let me come on the raid, witches. Raid? Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns. You're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily turd again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're
post, old man. Okay. And what are you? I'm the future. In all its glory. Yeah, well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Na dann. Wake up, you lazy sap. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right, then. It's on. Charles? I'm ready. Gentlemen! Die sind sich nicht so ganz einig. Na dann, auf geht's. Hey, all the horses untethered? Think so. Good. They should follow on behind us. You find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's remote, but should still give them enough time to spot the oil wagon. They see this block in the tracks, they'll stop soon enough. Apparently. Picks up a new team of guards at the state line, so... Hat man schon lange nicht mehr Kinokamera. See, this is what I mean. I disappear for a couple of weeks and you cut me out of all the action. Just the action that requires a brain. Ah, you're a funny fella, John Marston. From my folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick and fondling that new scar like you're gonna buy a breakfast in the morning. You don't know what you're talking about. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's incessant. Cause I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for rescuing them. They're left here, towards Rhodes. Far too much trouble for what we got out of it. Yeah, takes a whole army of bounty hunters to bring in Shaw McGuire. And look at me now, in the gunner's seat, back in business, boys. You know, my dad always used to say... Not the dad, no, please. Not this again. Fine. Damn you three. Sulky, angry, scarface. A right barrel of laughs. So, we blocked the tracks with the wagon, then jumping. That's the plan. Pretty much. Charles, you deal with the engineer. John? Secure the passenger car fast, take charitable donations, and make sure everyone behaves. Little Mr. McGuire, you focus on the baggage car. Grab any valuables you can find. Shoot your mouth, and get a bullet back. So, what are you doing? I'll run point. Keep an eye out for outriders and the law. Help you three where I can. All right for some. Cherry picking, I call that. We'll be out in the middle of nowhere, so it'll take a while for any word to get to the law. But here's good. Stop the wagon over the tracks. Remember, these are innocent folks. We handle this right, nobody needs to die here. Yeah. Da bin ich jetzt gespannt, wie die das machen. Mr. Marston? Mr. Smith? Mr. McGuire? Yeah. Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. I'll do or die with you. I like it. Get moving. Here she comes. Tja,
So einfach kann's gehen. I'm going aboard. Make that quick and join us on there. Hey, go on! Get on there! Faster. All yours, Captain. We'll go on ahead. Everybody stay calm and everybody will get shot. Go! Everything you got. Money, valuable. Peace. There you go. Let's make this quick, people. Come on. We ain't leaving till this bag is full. Please don't help me. You want to have a little chat with Romeo and Juliet here? Money, valuable. Don't do this. Just give it to him, Thomas, please. Okay. Come on. Okay. In the bag, everything you got. Keep it coming. Don't be shy. People like you make me sick. These two seem to think we're playing games. I want to count to three. Please. One. God damn it. Oh, God. Sick is better than that, lady. I'm losing my goddamn patience. Let's just do what he says so this can be over. Gentlemen, this is a robbery. Let's make this quick. You boys need me? No. You go ahead and look for the baggage car. You sure about that? You show this son of a bitch we ain't playing around here. I don't want to get quick. Come on. Come on, partner. Come on, quick. Everything you got. Money. Valuables. We ain't leaving till this bag's full. You won't get a damn cent from me. Let me hand you over to my friend then. Please. I'm not a bad man. Stick a gun in her face. Don't be an idiot. Honey, now! Shut up, bitch. Come on, cuff it up, people. Don't be shy. Can't taste this. Everything you got. Let's go. Please. Stop on you. I can handle this from here. We should check on Sean. Okay. Okay. None of you can move a muscle. You hear me? What is it? You all right? Fill the baggage car. For Christ's sake, you ain't even taking a look yet? There's probably something in here, Arthur. Get up! This time I'll look and you provide the cover. I'll try my best, brother, but I'm seeing double here. That gives you twice the chance of hitting someone. Very funny. Was haben wir denn hier? At least you ain't got a hole in it. Are those tennis rackets in there? Harsh bastards. Just keep your eyes peeled. I'm doing me best, all right. Es war jetzt ja noch nicht so der große Bruch, sag ich jetzt mal. $269 ist jetzt nicht die Welt, ne? Man, für damalige Verhältnisse vielleicht schon. Besuchen. We'll take that. Come on, we should get out of here. Bleib cool. All right, we should probably be going now. Some decent stuff. Ah, die große fette Truhe. Looking good in here. Arthur, we got a problem. It's two assholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. Well, in that case, we're fighting. Marston, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? We said you men come out now. There's only two of you, you fools.
We got a whole lot less to lose. Why don't the two of you ride away? That way neither you get killed. Goddamn liberals. There's a few more of them torn enough. Damn my big mouth. Okay, let's deal with them. Last chance. Drop your weapons and get off the train. I'm looking around the left. Here comes our friends. Mark, coming through the trees. You see him? Na, da haben wir es ja genau richtig gemacht, ne? Ich habe extra mal die Schnauze gehalten, um den Flair ein bisschen zu wahren. That was fun, boys. Real fun. We can see what they call you as the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big tank. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so. I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Ja, das war unser erster richtiger, mal abgesehen von dem anderen Zug, aber es war so gesehen unser erster, richtiger Überfall. Oh, das Fragezeichen nehmen wir noch mit und dann würde ich Richtung Lager mich bewegen und für heute dann die Session beenden. Aber jetzt gucken wir erstmal uns das Fragezeichen unten an. Ich könnte mir vorstellen, dass es was mit Angeln zu tun hat, weil wir waren hier vorhin und da war das hier noch nicht. So, who are you? Can I get 5 minutes without a fan badgering me? Hey. Hello, chum. Chum? Do you want an autograph or a photograph? I'm sorry? People often get nervous, but there's really no need to. I'm just a normal guy who, well, happens to be very famous. Okay. Who are you? Jeremy Gill. Who? The famous fisherman. I've written a lot of books. I'm in the newspaper all the time. Here's one from the New Hanover Gazette from a few years back. And this is a book I wrote. Huh? I wrote it. Good for you. You really don't know who I am? Oh, well. Nice to meet you. You too, Arthur. Sure you don't want a photo? Not right now. Oh. You know, mothers, they often offer me their daughters. Just for a photograph? No, to marry. But I say no. I'm married to the fish. Oh,
So, you're famous for fishing? Very. And that pays well? Pretty well. What I mostly do is send fans stuffed fish. Stuffed fish? Yeah. Here, let me show you. Come with me. And you're selling these? Yes. How many do you want? If you get three, we could do a photograph. Together. Like actual friends. I'm fine. It's sort of ridiculous. Listen, jump. People love it. And I could sell even more fish if I had them. It helps them to know that out there, there's some man fighting with Neptune on a daily basis and winning. Okay. Oha. Eine ordentliche Konventsmänner. But I can't catch enough of them. And there's really good money in this. I fish a little. You do? Well, in that case, send them to me. Of course, not if they're too rotten. Do you like that bass? I'd sell this for $50. I'd give you 15. Send you fish. Ooh, my card and a map. Well, maybe I shall. Only the okay. Decent ones. They have to be at least 24 inches in length and 10 pounds in weight. No one wants to imagine Jeremy Gill catching a tiddler. There's no money in tiddlers. So I hear. Okay, Dokument oder so. Aha. Das sind jetzt legendäre Fische. So. Steinbarsch, Forellenbarsch, Rotflossenhecht. Ach du Scheiße. Ja, haben wir was zu tun, wa? Legendary Fish of the Southern United States of America. Okay. Stör? Ja, alles dabei, ne? Ja, kein Baller. Ja, wobei doch. Wels? Warte mal, was ist das? Das ist die Nummer 11. Katzenwels, ja. Seestör, blauer Sonnenbarsch, Flussbarsch, Stahlkopfforelle, Kettenhecht, Rotlachs, das ist alles dabei. Schön. Nun gut. Jetzt geht's ab ins Lager. Also ganz ehrlich, ich bin ja in die Session reingegangen, ohne groß Mission machen zu wollen. Ich habe es jetzt doch gemacht, weil ich mir gedacht habe, na, du hast eigentlich relativ schnell das alles geschafft, was du machen wolltest. Gerade das mit dem Pferd. Aber das Highlight für mich heute war echt dieser Bär, ey. Vor allem, der geht ja ab wie die Sau, ne? Wenn man dann so im Nachhinein drüber nachdenkt, so schwer war der gar nicht. An und für sich war er recht einfach. You ain't supposed to be here. Just minding my own business. Wisst ihr was? I said go. Go! You don't like visitors, huh? Das wollte ich ausrauben, aber dadurch, dass er die Knarre zuerst gezogen hat, habe ich es lieber gelassen. Hier waren wir auch noch nicht, oder? You better have a goddamn good reason for being here. I don't want you hanging around. You better get. Die sind ja hier alle ziemlich aggressiv unterwegs. Schon dann doch so ein bisschen den GTA-Stil. Aber okay, die waren früher halt sau vorsichtig, ne? Wenn da einer ins Eck kam, den keiner gekannt hat, dann erstmal so, ey, mach die mal lieber vom Acker. Na gut. Wir sind gleich wieder im Lager, dann verkaufen wir noch schnell mal. Dass ich so gut treffe. Den häuten wir noch, weil das Hirschfell könnte
können wir verkaufen. Das war ein satter Schuss. Ach, ich glaube, ich benutze nämlich die. Ne, ich benutze die normal. Nicht die verbessert. Guck mal, was es da alles für Pfeile gibt. Wahnsinn. Verstauen. Camp ist da. Gut. I can tell if you won a fight or lost a fight. Das kannst du mir erzählen. Das finde ich gut, dass du mir das erzählen kannst. Gut, gut, gut. Wie viel Uhr ist eigentlich? So 7. Was los? You know something, Arthur? What? You was always special to me. All these years. All these things we done. Good things. Bad things. All these people we seen passed on. You was always special. We living or dying this time, Dutch. I guess we'll find out soon enough. Ja. Wir kennen ja die Geschichte. Zumindest was danach passiert, nach diesem Spiel sozusagen. $446, okay. Not the best quality, I'm afraid. Ich weiß. Well, the quality's a bit lacking. We won't get much for it. All right. Kommen denn die Vögel auf? Thank you, Arthur. So, und dann machen wir wieder mal unseren Schnitt. Spenden. Und wer mehr in der Tasche wie im Lager ist? Jetzt können wir doch noch mal kurz ins Kontrollbuch rein. Wir können uns doch jetzt ein bisschen was gönnen. Hier, weißt du? Geld 36, 1,90, das. Ja, mein Gott, ist nicht viel, aber wir spenden am meisten, ist klar. Für $50. Richtige Abwechslung, Kauterbug und Premium-Konserven. Angriff verbessern, repetieren wir diesen Fall. Das machen wir. Das machen wir. Weil, jetzt können wir nämlich hier einfach Pfeile mitnehmen. Ach, das geht gar nicht von unserem Konto ab, sondern vom Lager. Ach so. Ja, das muss mir doch einer sagen. Ich dachte, es geht die ganze Zeit von unserer Kohle weg. Na dann. Hallo. Raus damit. Wir müssen das bezahlen. Na dann ist das was ganz anderes. Vorräte. Dann geht es nämlich unserer Gruppe auch besser. Das ist gut so. Gönnen wir uns was. Kokain, Kaugummi und Süßigkeiten. Arthur's
Arthurs Wagen verbessert, Straße. Ach so, ja, das waren die ganzen Dinge, ne? Okay, Wurfmesser, Flinten und Gewehrmunition. Das machen wir jetzt noch. Dann ist der ganze Mist nämlich da. Können wir nämlich schön aufmunitionieren. Jetzt haben wir noch 50. Was gibt es jetzt da noch? Jetzt wird spaßig. Brandsetzer, Hochgeschwindigkeitsrevision. Ui. Okay, dann wird es noch. Da wird praktisch kein Geld mehr, wo es wirklich reißt. Naja. Aber. Das ist nicht schlimm. Gut. Dann werde ich jetzt mal zum Abschluss noch eine Runde Holz hacken. Oh, ein Regenbogen. Krass. Das gibt's ja auch. Gab's das in GTA auch? Egal. Ich jag noch ein bisschen Holz. Und dann würde ich einfach sagen, ich verabschiede mich von euch. Wir verabschieden mich, ja, in den wohlverdienten Schlaf. Ne? Weil es ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt gestreamt? Fast 5 Stunden? Nicht schlecht. Aber okay. Morgen geht's dann. Morgen wird es wahrscheinlich weitergehen. Mit der ein oder anderen Aktion noch. Ich glaube, ich will irgendwie angeln gehen. Und mal ein legendäres Tier killen oder so. Da muss ich mich mal vielleicht schlau machen, wie man das am besten macht. Ne? So, ein Holzscheit noch. Oder ist das der letzte? Einer haben wir noch. Gut, dann sind wir mit dem Holzhacken auch gleich durch. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann, wie immer, verabschiede ich mich mit meiner Standardverabschiedung. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin der Manni. Ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.